Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen, aber sehr eindrucksvollen How-To-Video zu Moneo Configure Free. Mein Name ist Kai Bürger und ich bin der verantwortliche Produktmanager für dieses tolle Softwareprodukt und zeige Ihnen heute, wie einfach es ist, mit Moneo Configure Free von der Installation zur Parametrierung zum Erfolg zu kommen. Moneo Configure Free können Sie sich kostenfrei auf unserer Homepage herunterladen. Sie brauchen dazu nur einen MyEFM-Account, den einmal kurz anlegen, ebenfalls kostenfrei, und dann gelangen Sie schon zum Download. Diesen Download habe ich bereits durchgeführt und ich habe hier jetzt den Installationsfile auf meinem Desktop. Dort mache ich einmal einen Doppelklick und starte damit den Installationsprozess. Die Installationsroutine ist abgeschlossen. Wir schließen den Dialog und haben hier jetzt das Icon, um die Einrichtung von Moneo Configure zu starten. Als erstes muss jetzt ein initialer Account erstellt werden. Das tue ich einmal mit meinen persönlichen Daten. Vorname genauso wie Nachname eingeben, dann werde ich ein Passwort vergeben, das Passwort einmal wiederholen, einmal die Lizenzbedingungen akzeptieren und auf den unteren Button klicken. Und jetzt kann ich mich hier in diesem Dialog anmelden mit meinen gerade vergebenen Zugangsdaten und klicke einmal auf Login. Und dann komme ich zu dem Aktivierungsprozess und bei diesem Aktivierungsprozess kann ich jetzt auswählen, welche Version ich gerne aktivieren möchte. Wir wählen in unserem Fall hier unten die Moneo Configure Free License Activation, klicken einmal auf Next. Die verfügbaren freien Lizenzen, dort wählen wir ebenfalls die Free Version vom Moneo Configure, klicken ebenfalls auf Next und der Aktivierungsprozess wird gestartet. Nach diesem Aktivierungsprozess haben wir jetzt den Startbildschirm von Moneo Configure Free und können nun nach unseren Geräten suchen, die wir parametrieren wollen. Zu diesem Zweck habe ich hier als Beispiel ein Motormodell mitgebracht mit einem Elektromotor. Hier vorne sehen Sie einen IFM IO-Link Master, wo 4 Sensoren angeschlossen sind, Drehzahlsensor, Temperatur und Vibrationssensor. Und wir werden jetzt diesen Master am Beispiel des Drehzahlsensors dann einmal parametrieren. Dazu gehe ich hier in den Startdialog oben auf Network Scan, scanne mein gesamtes Netzwerk und nach ein paar Sekunden taucht auch schon der IO-Link Master dort auf. Klicke hier auf den Button Connect, um den Master onzuboarden. Und nach dem kurzen Onboarding-Prozess erscheinen dann auch schon meine 4 angeschlossenen Sensoren hier in einer Tabelle. Und in dieser Tabelle suche ich mir jetzt unseren Drehzahlsensor raus. Das ist hier unten der letzte auf dem Port 4. Die Sensordaten werden ausgelesen und beispielhaft kann ich nun hier oben in dem Application Specific Tag etwas anderes eingeben. Wir würden es hier zum Beispiel mal Motor 2 nennen. Und als Beispiel werden wir den ersten Schallpunkt nicht auf 900, sondern auf 920 Umdrehungen pro Minute setzen und per Y2Device das Ganze runterschreiben auf den Sensor. Das Runterschreiben war erfolgreich. Ich gehe noch mal einmal zurück und kann jetzt relativ simpel, wenn ich einmal auf den Master klicke, den Master inklusive allen Sensoren, die daran angeschlossen sind, speichern. Dazu klicke ich hier unten auf Save Parameter Set
gebe dem Ganzen einen sinnvollen Namen und klicke auf Save. Und wie Sie sehen, werden nach und nach Master und Sensoren komplett gespeichert und zu einem Parameterset zusammengeführt. Nach der Speicherung kann ich einmal zurückgehen und hier oben unter dem Button Save Configurations sehe ich jetzt hier meine gespeicherte Konfiguration, mein Parameterset, Master inklusive aller Sensoren. Und wenn ich jetzt diese Konfiguration gerne auf ein genau gleiches Setup wieder runterschreiben möchte, muss ich nicht einmal mehr in den Master reingehen oder in die einzelnen Sensoren anklicken, sondern ich kann hier über den Button Import Parameterset mir genau diese Speicherung auswählen, kann mich jetzt sogar noch entscheiden, ob ich ein oder alle Sensoren runterschreiben möchte. In dem Fall importieren wir einmal alles und automatisch werden alle Parameterdaten wieder runter auf die Sensoren und den Master geschrieben und danach ist die Parametrierung dann auch schon abgeschlossen. Das in Kürze, wie einfach es ist, Moneo Configure Free sich herunterzuladen, zu installieren und eine erste einfache Parametrierung durchzuführen mit Auslesen Import- und Exportfunktionen von unseren IO-Link-Geräten. Das ist aber nicht alles. Wir werden dieses Produkt jetzt auch nochmal erweitern und Ende des Jahres wird es sogar möglich sein, nicht nur IFM-Master anzuschließen und die Sensoren darunter zu parametrieren, sondern zum Beispiel auch Master von den Herstellern Moore oder Baluf. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, das Video war eindrucksvoll, hat Ihnen gefallen. Gehen Sie auf unsere Homepage, laden sich das Produkt runter und haben Sie viel Zeitersparnis beim Parametrieren mit dem Moore Configure Free. Vielen Dank.